Steuerung. Hausempfindlichkeit, nee. Steuerung anpassen. Wie werfe ich da was? Schock, Fähigkeit 1, Fähigkeit 2. Interagieren, einfach nur. Ah, okay, gedrückt halten. Ah ja, okay. Gut. Keine Gegner hier in der Nähe. Ab in den Schacht. Guten Tag. Waren wir hier nicht eben? Ja, doch. Okay. Immer schön abchecken, ob da nicht doch irgendwas ist, was uns, ja, genau, sowas, nämlich. Oh, hast du mich gesehen? Brauch irgendwas zur Ablenkung. Okay, er kommt. Sieh mich nicht. Und Abfahrt. Kurz nochmal gucken, ob da noch ein anderer Roboter ist. Ne. Komm schon. Weggeschlitzt. Hey, Charles. Charles! Wie auch immer. Wie ist Petrov eigentlich entkommen? Hier gibt es mehr Soldaten als Zivilisten. Einige Leute glauben, dass Petrov Hilfe hatte. Er ist also nicht allein. Aber du hast doch gesagt, dass seine Partner eliminiert wurden. Wen gibt es sonst noch? Diese Information liegt noch nicht vor. Es gibt nur Spekulationen, keine Fakten. Mal sehen. Kommt Zeit, kommt Rat. Genossen, man sagt, der Montag beginnt am Samstag. Doch ich möchte, dass ihr das Wochenende wirklich freinehmt. Wie ihr wisst, erfolgt am Montag, den 13. in der gesamten Sowjetunion die nationale Polymerisation. Und unsere Geschäftsführung möchte einen Trupp von Freiwilligen für die Feierlichkeiten zusammenstellen. Jeder, der am 11. oder 12. arbeitet, erhält eine Abmahnung, keinen Bonus. Oha, geil. Ein schönes Wochenende. Rauchen verboten. Ja, das wird ja dasselbe, okay. Da unten waren wir schon, oder? Ja. Kein Gegner, okay. Ha, du hast den Schlüssel gefunden. Jetzt kommen wir an den Schutzschalter ran. Ja. Aber erst muss ich mich kurz umsehen. Ich brauche ein paar Teile, um meine Waffe zu verbessern. Ja, genau. Mit diesem Drecksteil werde ich nicht weit kommen. Da will ich dich nicht aufhalten. Gute Entscheidung, Charles. Gute Entscheidung. So sieht's aus. Wir wollen alles für Upgrades. Wo fehlt denn hier noch was? Das check ich nicht. Hm.
Okay. Dann gehen wir mal zurück. Zu der Tür. In der Hoffnung, wir finden Strom, dass wir dann den Aufzug benutzen können, ne? Moin, Edward, was geht? Hey, legen wir hier doch einen Keks hin. Ja, ja, selbst Schlösser mögen Kekse, oder? Charles? Ja? Magst du Kekse? Hä? Mach mal auf hier. Oh. Dies ist ein passives Sicherheitssystem mit einem Laserrelais. Sowas habe ich schon oft gesehen. Da braucht man einen Farbcode. Leider haben wir keine Codes. Du musst es mit Hilfe von Logik zu entschlüsseln versuchen. Ach, meinst du? Eigentlich wollte ich einfach hier warten, bis es sich von allein abschaltet. Ja, Logik und ich, ne? Wir sind nicht die besten Freunde, Kapi. So. Schalte die Funktion des passiven Sicherheitsrelais frei, indem du die Magnetflüsse in die richtige Reihenfolge bringst. Das sieht ein bisschen schwierig aus, okay. Ah, nee. Versuch die Farben der Laserstrahlen mit den Farben der Lichter zu kombinieren. So müsste es gehen. Ja, das versuche ich ja gerade. Ah, okay. Ja, der Strom ist wieder an. Easy. Geh zurück. Gar nicht so kompliziert. Und? Welcher? Ich vermute, der rechte. Mit anderen Worten, du weißt es nicht. Alles klar, ich nehme den links. Ja. Ich habe zur leichteren Orientierung einen weiteren Wegpunkt gesetzt. Für wie blöd hältst du mich? Ich weiß, wo ich hin muss, um meine Mission zu erfüllen. Ich wollte dir nur helfen. Du kannst mir helfen, indem du mir nicht auf den Sack gehst. Wir haben die richtige Entscheidung getroffen. Mit dem Aufzug, perfekt. Hier oben waren wir, oder? Ja, genau. Wir wurden aber von diesem Wurm runtergejietet. Wenn ich dich erinnern darf, die Tür ist elektromagnetisch verschlossen. Bist du taub oder was? Verzeihung, bitte mach weiter. Ah, da oben. Kurz den Cooldown abwarten. Seilbahn! Komm schon. Kampfschock. Setze Schock gegen Gegner ein, um sie außer Gefecht zu setzen oder sogar zu töten. Das heißt, wir haben hier Gegner, ne? Ja. Komm dran. Aua. Aufhören. Okay, was ist genau deine Mission? Kommst du nicht an mich ran? Oh, das ist aber schade, ne? Was haben wir hier? Hallo? Technik. Oh ja. Victor, mein Schatz, ich habe dich so vermisst. Liebling, du hier? Wie wundervoll.
gekommen? Ich habe die Papiere von jemandem genommen und mich als einer der Doktoren ausgegeben. Ist ja auch egal. Hauptsache, dass ich hier bin. Und ich habe die Ausrüstung gebracht, die du wolltest. Die Stimme kenne ich doch. Wo habe ich die schon mal gehört? Es tut mir leid, dass ich dich da reingezogen habe, Schatz. Aber Setchinov ist zu weit gegangen. Ich habe mit Stockhausen gesprochen. Er ist schließlich mein Freund. Ich dachte, er würde mir helfen, diesen Irrsinn zu beenden. Aber das Arschloch gibt mir die Schuld. Also hat Setchinov mich hier reingeworfen. Das spielt keine Rolle mehr. Ich hole dich da raus. Sag mir, was ich tun soll. Du musst für eine winzige Störung im Kollektiv sorgen. Nur ein paar kleine Softwareprobleme. Gleichgesinnte Kollegen in anderen Komplexen warten nur auf mein Signal. Wir werden alle Anlagen auf einmal sabotieren. Dann sieht die Welt endlich, was die Kreml-Diktatur vorhat. Und dann? Setchinov wird nie aufhören, nach uns zu suchen. Aus dem Land. Laufen in die USA über und leben den Rest unseres Lebens im Luxus. Wenn wir Setchinov erst entlarvt haben, kann er uns nichts mehr anhaben. Aber dazu brauche ich den Zugriff aufs gesamte Netz. Gut, ich verbinde deine Ausrüstung mit dem Hauptserver. Und dann... Ach so, okay. Wir haben hier schon Verschwörungen. Oha! Darf ich da mal rein? Nee. Ich schätze mal, wir müssen ein bisschen aufpassen, wo wir hinlaufen. Schwimmen. Das habe ich schon gemacht. Ist eigentlich ganz schön. Wie schwimmen im Meer mit Walen und Delfinen. So friedlich. Oh ne. Polymer. Oha. Wieso höre ich Stimmen? Hierher. Ist ja ekelhaft. In so einer klebrigen Masse zu schwimmen, ey. Wie gefährlich das Polymer ist. Ist außer Betrieb. Fahre das Steuerungssystem erneut, um die zu reaktivieren. Und wie soll ich die Verbindung neu starten? Irgendwo hier. Da ist die Bedientafel. Und natürlich gesperrt. Das ist genau euer Ding, oder? Aber das ist neu. Ein Kombinationsschloss. Oh, ich brauche mindestens ein Jahr, um die Kombination rauszukriegen. Oh. Sieh dich doch mal um. Vielleicht hat jemand den Code. Stationsvorsteher. So ein Witz. Was war das? Ah, das ist Nora wieder. Bitte Vorgang auswählen. Ja. Mal gucken, ob wir schon wieder was machen können. Effektive Reichweite vergrößern. Erfrierung konzile mit einem Kryo. Ja, organisch, ne. Ah, damit können wir also so Fallen machen und die dann... Ja, genau. Wollen wir diesen Polymerstrahl? Glaub schon, ne? Komm.
installieren auf Crew. Dann mal gucken hier, der Schwede. Herstellen können wir nichts. Kapseln, ja, Munition. Kartuschen. Wir wollen verbessern. Beschleunigt das Aufladen von Spezialangriffen. Ja. Schalte deine Kartuschenaufnahme frei. Ach so, und jetzt können wir hier... Na, wir haben keine. Schade. Können wir noch irgendwas, was wir haben, verbessern? Griff? Ja, das... Okay. Polymerstrahl. Ja, genau, das verstärkt die Effekte. Und jetzt? Nice. Die nächste Frage, tut mir das selbst weh? Natürlich. Stationsvorsteher. So ein Witz. Ohne Schaltplan läuft die nicht. Steckt fest. Ohne Plan geht nichts voran. Oh, scheiße, der lebt noch. Schaltplan. Brauchst du einen Schaltplan? Er ist leider tot. Wir sind von Leichen umgeben. Warum bist du erstarrt, so wie alles hier? Die laufen nicht. Nein. Ohne Schaltplan geht gar nichts. Die Toten haben einen Neuropolymer-Restspeicher und können noch eine Weile nach ihrem Tod kommunizieren. Der Schaltplan, den ich brauche, um die Wagen zu bewegen. Wo ist er? Der Stationsvorsteher hat ihn nicht überlebt. Nicht so schnell wie ich. Ist gestorben. Das ganze Ding ist eine einzige Leichenhalle. Ist der Stationsvorsteher in diesem Tunnel gestorben? Dieser Tunnel. Er starb und alles erstarrte. Direkt vor meinen Augen. Du brauchst den Schaltplan. Die neue Hauptstadt unserer Sowjetunion. Ich muss den Stationsvorsteher finden. Wäre schön, wenn ich wüsste, wo ich anfangen soll. Vielleicht hätte ich mich bedanken sollen. Steckt fest! Ohne Plan geht nichts! Oh, scheiße. Ach du Scheiße, eine sprechende Leute. Okay. Er will nicht. Bist du hier auch? Schockbar? Nee. Gibt's noch was zu holen? Nö. Okay, dann gehen wir weiter. Abfahrt. Noch mehr Leichen, die reden. Da ist er. Den Weg finde ich noch mit verbundenen Augen. Das schaffen wir schon. Ach so, hier haben wir den Code. 1, 2, 3, 4. Charles, dann ist das kein Toter, der mit mir redet, sondern das Neuropolymer in seinem Schädel, richtig? Ganz simpel ausgedrückt, ja. Während das Neuropolymer abstirbt, speichert es vorübergehend die letzten Gedanken des Individuums. Gruselig. Wie lange sprechen Sie denn dann noch? Genau kann ich es nicht sagen. Irgendwas zwischen einer Minute und ein paar Tagen. Aber je mehr Zeit nach dem Tod vergeht, desto schadhafter werden offenbar die Informationen. Verstehe. Also ist es nicht immer wichtig, was Sie sagen. Die armen Schweine. Die Seilbahn ist aktiviert. Herzlich willkommen. Bitte die Plätze je nach Fahrkarte ein. Ob das so eine gute Idee ist? Tut mir leid. Keine Fahrkarte. Rein. Bereit zur Abfahrt. 10. 9. 7, 6, 8. Im Tunnel herrscht das reinste Chaos. Das wird eine ganz schöne Holperfahrt.
war ja klar, ey. Oh nee, es geht schon wieder abwärts. Ah, nicht so weit diesmal, okay. Zweimal hat gereicht. Scheiße. Ich hab doch gewusst, das wird... Oh, moin. Verdammt. Du schon wieder? Vorsicht. Da vorne ist eine Lücke. Sehe ich. Darf ich hier raus? Ich steck fest. Junge. Ich würde gerne hier raus. Nee, okay. Ich werde einfach mal vermöbelt von dem Meister Proppers. Du bist tot. Ja, RIP auf jeden Fall. Wundert mich eh, dass ich so lange nicht gestorben bin. Ich habe aber jetzt eine Idee, wie wir das vielleicht lösen können. Ah, ne, die sind zu schnell da. Warte. Ja. Und jetzt? Schlitz! Das geht ja übel ab. Komm schon. Ah, da ist noch Wasser oder was? Wir müssen irgendwie weiterkommen. Aber um ehrlich zu sein, habe ich keine Ahnung wie. Die Wand hochklettern. So. Hast du eine Bergsteigerausbildung? Ich bin in der Spezialeinheit, kein Schreibtischtäter. Ich bin in allem Möglichen ausgebildet. Ich muss zugeben, ich bin recht froh, das zu hören. Ja, dann kletter mal hoch, aber wie? Hallo? Warte, da hoch? Ah ja. Nee, warte. Hä? Ach so, wahrscheinlich das Gelbe, ne? Ja. Spreng! Noch ein bisschen links. Ja, einfach Mirror's Edge, ey. Oder Dying Light. Oh, nee! Verdammt nochmal. Das kam überraschend. Da war schon wieder der Wurm. Gute Reflexe, Major. Und ab. Ohne die würde ich nicht überleben. Junge. Charles, das war ein Burav, oder? Ein Tunnelbohrroboter? Genau. Buravs fräsen sich in unglaublichem Tempo. Selbst durch die Gesteinsschichten. Die sowjetische Wissenschaft setzt für unsere naturgegebene Eroberung du lebst, ne? Ja, moin. Große Hoffnungen auf sie. Nicht lasern. Die Dodges sind da, Junge. Oh, die Combo. Ach du Scheiße. Gott, ey, du. Der ist übel gut im Fighten. Erstmal. An Jackson und dann rein da. Okay, jetzt reicht's, Junge. Wie ist das? Die halten was aus, ey. Komme ich denn da rein? Ach so.
ohne Ironie. Ich habe mich so gut um diese wunderbaren und brillanten Maschinen gekümmert. Und jetzt? Was für eine Ironie. Wovon redest du? Die Buravs, unser bestes Produkt. Ein Jammer. Wusstest du, dass wir sie nicht ins Ausland verkaufen durften? Und worin liegt da die Ironie? Das ist lächerlich. Ich war hier Burav-Robotiker. Als ich hörte, dass die Roboter Leute angreifen, bin ich schnell hergekommen. Wollte meinen abschalten. Also haben sie mich in Stücke gehackt. Meine eigenen Maschinen haben mich getötet. Die Bedientafeln sind voller Trümmer. Jetzt graben sie auf sich allein gestellt irgendetwas aus, als würden sie schlafwandeln oder so. Ich frage mich, was sie ohne uns wohl träumen. Warum ist ihr Export verboten? Das sind hochmoderne Städtebaumaschinen. Wenn man sie auf den Boden richtet, hat man in ein paar Monaten ganze U-Bahn-Systeme oder jeden erdenklichen Tunnel. U-Bahnen, ha! Sie wollten sie auf dem Mond verwenden. Zum Terraformen. Sie sind streng geheim und stecken mehr weg als jeder Panzer. PTL-Platten, nicht gekennzeichnet. Spitzentechnologie. Du hast an den Buravs gearbeitet? Von Anfang an habe hier fast alles gebaut. Hier gab es kein künstliches Meer, keine Felder, keine Wälder, gar nichts. Ganz zu schweigen von den Seilbahnen. Nur Gewürzzüge, kaum jemand denkt darüber nach, wie es hier mal war. Und das alles nur dank meiner Buravs. Wir haben Berge versetzt, die ganze Infrastruktur gebaut. Krasser Boy. Jetzt reißen sie ein, was sie gebaut haben. Die haben keine Ahnung. Eine Maschine hat einen Geist wie ein kleines Kind. Ohne Liebe und Zuwendung ist sie irgendwann verwirrt. Was für eine Ironie. Ich habe mich... Tut mir leid, bin in Eile. Wie ich es liebe, durch pechschwarze Tunnel zu kriechen. Was für ein Ritt. Unter normalen Umständen verbindet die Seilbahn alle unterirdischen Sektoren der Anlage 3826. Geh doch hoch da. Nächstes Mal dürfte es einfacher werden. Danke, Kumpel. Nächstes Mal gehe ich lieber zu Fuß, und zwar an der Oberfläche. Okay, jetzt haben wir ein kleines Problem. Back here. Hey, das ist meine Station. Was für eine angenehme Fahrt. Aua. Einfach angefahren. Oha, Munition. 10 Schuss. Stabil. Wieso sind da keine Dingens zum Öffnen? Bodenlos. Wieder ein Pausenraum. Oh. Bauplan Fuchs. Speichere Daten. Das hört sich doch nach einer guten Waffe an, so. Nein, tu's nicht. Oh, eine Laserwand. Ja. Die nehmen es aber genau mit der Sicherheit. Sowas ist nicht ohne Grund da. Da weiß man gleich, auf der anderen Seite ist was Wichtiges. Ganz richtig, Genosse Major. Das Verteilzentrum, das wir suchen, ist tatsächlich auf der anderen Seite. Durch eine Laserwand schaffe ich es auf keinen Fall in einem Stück. Weiter vorne ist ein Fabrikator. Versuch deine Ausrüstung zu verbessern, um deine Laserresistenz zu erhöhen. Nicht wieder der irre, notgeile Kühlschrank. Ja, doch. Es ist der irre notgeile Kühlschrank, ey. Wieder ein paar Textnachrichten. Sprachdateien wollte ich schon sagen. Schatz, da bist du ja wieder. Wo warst du denn so lange? Ich war so einsam. Aha.
Ich muss durch einen Laser. Gib mir einfach einen Schutz gegen Laser. Oh, so knallhart. Ich erzittere. Spritzt dein Polymer in mich hinein? Lass dich von ihr nicht herumkommandieren. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Hör nicht auf ihn, mein Großer. Er will uns... Na gut, schon verstanden. Du kriegst dein Polymer und deine kostbaren Komponenten. Jetzt installier endlich den Laserschutz. Was immer du sagst, mein Hengst. Dein Verteidigungssystem. Ich will gucken, was es sonst noch gibt, da. Bitte? Charakter? Zum Beispiel zusätzliche Cluster. Mehr Munition, nee. Was haben wir sonst noch? Schockverbesserung? Das hört sich halt auch gut an hier. Schock verursacht mehr Schaden und wirft Gegner zurück. Wieso kann ich den nicht holen? Wahrscheinlich einfach noch nicht. Telekinese leider auch nicht. Und was haben wir hier? Maximale Reichweite des Strahls. Ja. Ich glaube, wir verbessern einfach mal den Schock. Mhm. Und dann noch Waffen. Können wir jetzt hier den Fuchs bauen? Schade. Das wäre cool gewesen. Metallteile. Ah, das sieht man, wo es das Zeugs gibt. Gut. Kann ich jetzt so eine Kartusche schon herstellen hier? Ne? Ja. Das tat weh. Oh, das war ganz schön heftig. Fast wäre es das gewesen. Betonung auf. Ach, also wir können jetzt nicht sterben, sondern fallen auf 1 HP. Zuerst, das ist schon mal gut. Moin moin, was geht hier ab? Geht's dir gut? Ist alles bereit? Hast du es geschafft? Keine Sorge, Schatz, mir geht es blendend. Die Operation war völlig schmerzlos. Gut, du musst jetzt gehen. Ein bewaffneter Mann ist hinter dir hier. Er trägt einen experimentellen Polymerhandschuh. Der muss zu Sechenov gehören. Larissa, hast du mit ihm geredet? Er wurde von einem Wurf angegriffen. Wir brachten ihn auf die Krankenstation. Ich konnte ihn nicht einfach verbluten lassen. Wäre aber besser gewesen. Das hätte uns eine Menge Ärger erspart. Ach nö. Die ist auch dabei. Die Ärztin. Du machst mir Angst, wenn du so redest. Ich treffe dich beim Ausgang. Bin direkt hinter dir, Schatz. Hoffentlich sind wir nicht zu spät. Hoffnung ist gefährlich. Hände hoch! Victor? Was soll das? Bist du taub? Hände hinter den Kopf! Victor! Wer bist Victor? Du denn? Major Nichayev, Sondereinsatztruppe. Und das war deine letzte Frage. Du kommst nach Chelomei. Victor, rette dich! Chelomei. Natürlich, Genosse Major. Eindringling. Was? Eindringling! Warnung! Hey, stehen bleiben! Warnung! Alarmstufe rot. Lockdown im Gang. Setze Jock ein, um fliegende Gegner schnell auszuschalten. Oh! Junge! Aufhören! Oh, Jeet! Er hat mich gerade übel weit geworfen. Verdammte Scheiße, was machen wir jetzt? Komm her! Ja, komm ran! Dumm gelaufen! Und jetzt werdet ihr geschlitzt! Nochmal! Schlitz! Komm ran! Und tschüss! Er ist ziemlich gut darin, die Roboter herumzukommandieren. Fast als wären sie sein Eigentum.
und er hat die verdammte Tür abgeschlossen. Petrov ist mit einer mobilen Energiequelle namens Kerze weggelaufen. Sie liefert Strom für das Notfall-Lockdown-System. Ohne Kerze lässt sich die Tür nicht öffnen. Ich werde noch eine auftreiben. Es muss doch mehr als eine Kerze in diesem Komplex geben. Wir müssen uns beeilen. Sonst entkommt Petrov aus dem Sektor und wir müssen ihn von Neuem aufspüren. Was ist das hier? Oh ne. Weg mit euch, hallo. Noch einer, okay. Hä, wieso sollte ich das Ding schocken, dass da Gegner kommen? Wo ist der Sinn denn? Was ist das für eine Birke, die in dem Raum dahinter Glas steht? Ist das der berühmte Energiegenerator PEC 4? So ist es. Die Birke PEC 4 ist ein vegetativer, polymerbasierter Energiegenerator. Ein Versuchsmodell. Der erste Schritt in unserem Programm zur Eroberung der fernen Planeten des Sonnensystems. Sie sind in der Wand! Kannst du sie nicht hören? Da trippeln sie herum! Ich fürchte mich vor ihnen! Du musst dich nicht fürchten. Du bist tot. Ich weiß, als ich noch am Leben war, sah ich, wie tote Leute wieder aufstanden. Ich will nicht, dass mir das passiert. Ich fürchte mich vor ihnen. Vor wem? Den Robotern? Nein! Roboter töten kurz und schmerzlos, aber sie... Sein verbleibender Polymerspeicher ist aufgebraucht, Genosse. Alles klar. Die Leute hier werden nicht von Robotern getötet. Aber wodurch dann? Das kann ich nicht ermitteln. Wir werden es wohl auch nie herausfinden. Verstanden. Sie sind in... Tut mir leid, aber das will ich gerade nicht hören. Ja, wir haben schon gehört. Sag's doch so. Ja. Loot. Und da hoch. Mormon. Oha. Eine Pistole. Gut, gut.